Balleroberung von Gomez gegen Lugano. Gomez! Tor! Eine riesen Einzelleistung des Strafraumspielers, der zum Dribbler wurde. Mario Gomez 1:0. 21. Minute. Hier passt Lugano nicht auf. Und Gomez holt sich den Ball. Der will richtig, der lässt den nächsten noch austanzen. Der Torwart kommt und in die kurze Ecke. Macht er sein 16. Tor für Deutschland. Das war sein erster gewonnener Zweikampf in diesem Spiel. Ein Torjäger zeichnet sich eben auch durch eine gewisse Effektivität aus.